Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Journey of Life und ich habe mir erlaubt, mal mich selber zu dem Platz zu begeben, wo ich auch im Stream schon war und ich finde diese Stelle eigentlich am besten, weil ich bin über die ganze Insel gelatscht. Also ich habe die komplett erkundet sozusagen und ich habe nur zwei Plätze gefunden, wo auch noch Lehm und Metall und so weiter und so fort in Vorkommen liegen. Aber die sind so klein, die Vorkommen, dass man da vielleicht zwei, drei, paar, fünf Sachen mitbauen kann. Aber da gibt es keinen Bauplatz, keine richtigen. Und da muss man wieder höllisch weit laufen, um das wiederzukriegen und so weiter und so fort. Und das hier ist eigentlich die beste Position, wie ich finde, für Bauen, wenn man auch Limestone, Iron und Clay braucht, ist das hier die allerbeste Position. Und ich mache jetzt erstmal ein Bettchen bauen, weil es wird schon dunkel. Und ihr wisst ja, wenn ihr den Stream gesehen habt, was Dunkelheit heißt. Ich glaube, jetzt habe ich wieder einen Bug. Ja, natürlich habe ich einen Bug. Jetzt habe ich nämlich wieder das Blättchen in der Hand. Das heißt, ich müsste eigentlich nochmal neu starten. So, warte mal. Ich baue dann erstmal. Okay. Alles klar, das Bett kann ich nur bauen, wenn ich die Werkstatt habe. Okay. So, die hier. Ich mal eben hier hin. Was wollte ich jetzt? Die Schaufel wollte ich gar nicht. Station, Werkbank. Zehn gerade Stücke, dafür habe ich die hier nämlich geholt, weil da kriege ich die 10 Stück schneller raus. 2, 4. 6, 10. So, da können wir uns nämlich direkt schon mal ein Bettchen bauen. Stationen, ne? Sollte es sein, jawohl, da ist primitives Bett. Das platziere ich direkt mal hier. Hatte ich nicht gerade Blätter? Reicht vollkommen. So, haben wir das schon mal. Und kann ich jetzt schon was bauen? Warte, ich muss doch eine Spitzhacke und eine Schaufel. Zackter Stein und gerader Stock. So, dann haben wir die schon mal. Das sind die, die brauche ich eigentlich nicht.
Aber beim letzten Mal lagen hier mehr rum. Das ist wahrscheinlich mal wieder der Vorführeffekt. Eine Schaufel und dann brauche ich noch eigentlich den hier. Was kommt denn den hier nicht bei mir hin? So, so kriegt er das auch noch hin. Und dafür brauche ich zwei. Warte mal, den lege ich auch mal hier hin, bei dem brauche ich hier dann nicht mehr. Zwei davon. Ach, das war schon. Und die Spitzhacke. Gut, die kommt dann hier hin. Die hier dahin. Und dann baue ich noch einen Feueranzünder. Den ich dann dahin tue. Super. Müssen wir eine Feuerstelle machen. Die platte Steine, die brauchen wir noch später. Kann ich eigentlich einmal schon mal mitnehmen? Ne, das ist Spitzer Stein. Die hätten wir gerade eben gebraucht, ne? Haben wir keinen Platz mehr. So, bei 6 Stück brauche ich für die Feuerstelle. Wo tue ich denn hin? Direkt neben's Bett. Zwar ein bisschen nah, aber ist ja nicht so schlimm. Also die kann ich nicht dafür nutzen, die flachen Steine. Wieso liegt hier eigentlich im Wasser die Dinge drin, so Fasern? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Und wieso habe ich das Mikro so dämlich da stehen? Voll weit weg. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt gehört habt, richtig? So. Kommen keine Steine mehr. Also zumindest nicht die, die ich brauche. Es wird auch dunkel. Gut, dass wir einen noch hier haben, aber der zweite fehlt. Komm schon, einen noch, bitte, 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 bitte. Im Wasser kann man leider auch nicht sehen, ob da einer liegt. Ja, jetzt muss ich zurück. Guck mal, wie dunkel es wird. Oh, ob ich das jetzt wieder finde, alles. Das war nur ein anderer Stein. Boah, da war einer. Da ist die. Da haben wir's. Dass die noch ein bisschen leuchten, das ist wenigstens etwas. So.
Könntest du jetzt Feuer machen, aber ich schlafe erst, weil sonst seht ihr überhaupt nichts. So, da sind wir wieder. Wieder hell erwacht oder frisch, fromm und fröhlich aus dem Bett gefallen. Das Bett kommt sowieso bald weg. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Vier Stück. Also falls ihr das mal wieder hört, sind wieder die Bauarbeiter da. Die, glaube ich, ich weiß nicht, ob die da mit dem Hammer einfach nur, ups, einfach nur rumspielen irgendwas oder ob die auch mal was richtig machen. So, vier Stück. Okay, Steinrad. Dann brauche ich noch ein Steinrad. Herstellbares, genau. Craft. So, noch ein paar Seile. Fertig. Ich werde die Folgen auch so um die 20 Minuten rum machen. Die erste war ein bisschen länger, aber ab jetzt wird es wieder kürzere Zeiten geben. So, was soll man noch machen? Collect Clay. Machen wir das doch direkt mal. Clay ist das hier vorne direkt am Wasser. Einfach nur lustigerweise mit der Schaufel vorklatschen. Da kommt haufenweise Clay raus. Ich noch zwei Tontöpfe. Ja, warte mal, ich mache nur einen und breite schon mal die Luftkammer vor. Habe ich das vorbereitet schon oder ist das nichts geworden? So, dahin, die auch, und dafür kommt die und die hier. So, die müsste dann auch erst brennen. Oder baken, wie man so schön sagt. Och, lass das. Ja, Wahnsinn. Mann! So, so Feueranzünder. So. Es müssen ja noch gebrannt werden, also muss erstmal warm werden und dann wird es gebrannt. Und genauso macht auch das Wasser. Das werde ich euch aber gleich auch noch zeigen. Haben wir noch ein bisschen Zeit. So, ist gebaked.
Den hier stelle ich mal eben wohin. Den brauchen wir erstmal noch nicht. Aber die beiden hier nehme ich schon mal mit. Weil dann brauchen wir schon mal erstmal Wasser holen. Damit wir für den nächsten Durstanfall, ne, schon mal gerüstet sind. Hallo? So, da wird erstmal schmutziges Wasser geholt. Klingt ja auch logisch, ne? Das legen wir wieder auf unsere nette Herzplatte. Und kochen das auf. Baked Water. So, dann können wir daraus trinken. Aber erstmal machen wir die aus. Die, wir müssen ja eh noch nicht trinken. Stellen wir erstmal hier hin. Würde ich gerne noch eine Truhe bauen, damit wir hier ein bisschen mal Ordnung hinkriegen schon mal. Truhe, Stationen. Oh, den Schleifstein muss ich nachher auch noch setzen. Den hier setze ich erstmal da rein. Messer brauchen wir auch noch nicht und die brauchen wir auch noch nicht mehr. Dann gut. Brauchen wir dann auch erstmal nicht. Ja, brauchen wir so ziemlich viel hiervon davon. Ach, guck mal, ich brauche müssen, stimmt, ich muss ein Brechtisch bauen nachher. Von daher müssen wir erstmal Metall finden oder Eisen eher gesagt. Iron ist ja Eisen. Und wir nehmen den schon mal mit. Und schon mal die Spitzhacke in der Hand nehmen. Und hier, das ist Eisen. Das hier ist Limestone. Das ist immer das Schöne daran. Das sieht man immer da dran. Und hier einfach wieder mit der Spitzhacke drauf kloppen. Und irgendwann kommt da was raus. Da. Ja, die nehme ich direkt auch mit, weil die kann man vielleicht noch gebrauchen, ne? Ich als kleiner Messi. Der war nur eine Schlange, die gibt gut Fleisch. Die gibt mehr Fleisch als so ein Hase. So, Stationen, prächtig. Brauchen wir wieder gerade Stöcke. Ja, Entschuldigung. Eieiei.
Ein kleiner Bug. So. Ah, noch vier. Verdammt. Da haben wir ein paar mehr. Hat irgendwo hingekullert, die restlichen. Glaube ich. Egal, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Bären könnten wir zwar auch gebrauchen zum Schnapodieren, aber momentan will ich das erstmal fertig machen hier. So, der Brechtig ist fertig. Jetzt müssen wir Eisen brechen und das machen wir hier mit einmal auf dem Brechtisch drauf und drauf kloppen. Dauert ein wenig, aber ich finde das eigentlich mit das Geilste an dem Spiel. So, die 5 haben wir wenigstens schon mal. Jetzt müssen wir noch einen Ofen bauen. Das würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Und ich wünsche euch dann noch einen fantastischen Tag. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, euer Bobra. Ciao, ciao.